Wenn man zum Gaffel am Dom ins Brauhaus geht und bestellt einen Kräuterschnaps, dann bestellt man einen Mama Nero. Und der Kräuterschnaps heißt so, weil die Mutter von Kaiser Nero, Agrippina, die Jüngere, die Gründerin der Stadt Köln gewesen ist. Und deshalb hat also Köln auch viel mit dem Nero zu tun und mit dem Claudius, dem Kaiser, dem Ehemann der Agrippina, der Nero adoptiert hat, wodurch er dann am Ende in diese bedeutsame Rolle hineinfinden konnte. Wenn wir den Namen Kaiser Nero hören, mir geht es jedenfalls so, dann sehen wir vor unserem geistigen Auge sofort Peter Ustinov in seiner Paraderolle in dem Film Quo Vadis. Wie er auf der Leier »O loderndes Feuer, O du brennendes Rom« spielt und um eine Fiole bittet, um dort seine Tränen aufzufangen und zu verwahren. Es dürfte kaum eine Figur in der Weltgeschichte geben, die einen derart schlechten Ruf hat, der man alle denkbaren Gemeinheiten, Frivolitäten und Verbrechen zutraut. Als seine Mutter Agrippina mit ihm schwanger war, befragte sie einen Astrologen, welches Schicksal ihm bevorstehen werde. Und der Astrologe prophezeite ihr, du wirst einem Sohn das Leben schenken, der wird Kaiser werden, aber seine Mutter ermorden. Und Agrippina soll daraufhin ungerührt erwidert haben, soll er seine Mutter töten, wenn er nur Kaiser wird. Der 37 nach Christus in Anzium geborene Lucius Domitius Ahenobarbus musste sogar als Dreijähriger mit seiner Mutter ins Exil gehen, da Agrippina der Verschwörung gegen ihren Bruder, Kaiser Caligula, bezichtigt wurde. Aber nach dessen Tod konnten Mutter und Sohn wieder nach Rom zurückkehren. Und nachdem Agrippina dann den neuen Kaiser Claudius heiratete, brachen für den Sohn Lucius goldene Zeiten an. Im Jahr 50 adoptierte der Kaiser seinen Stiefsohn, der daraufhin den Namen Tiberius Claudius Nero Drusus Germanicus trug. Und seitdem kennen wir ihn kurz als Nero. 3 Jahre später heiratete er dann die Tochter des Claudius, Claudia Octavia. Das ging kreuz und quer mit dem Heiraten damals. Als im Jahr 54 Kaiser Claudius starb, war endlich die Zeit für Nero gekommen. Zunächst sah es danach aus, als brächen mit ihm hoffnungsvolle Zeiten an. Manche Reformen brachte Nero auf den Weg. Aber es konnte dem Selbstdarstellungsdrang des Nero am Ende nicht genügen. Er verstand sich hauptsächlich als Künstler. Er schrieb Gedichte, komponierte, sang Lieder vor dem Publikum. Es ist wirklich so, wie in dem Film Quo Vadis dargestellt. Jedenfalls so berichtet es auch Sueton. Ich zitiere ihn mal. Nero besaß eine etwa mittelgroße Figur. Sein Körper war mit Flecken bedeckt und übelriechend. Sein Haar hellblond, sein Gesicht eher schön als anmutig. Seine Augen bläulich und schwach, sein Hals dick, sein Bauch hervortretend, seine Beine sehr dünn. Seine Gesundheit gut, trotzdem er nämlich ungeheuer ausschweifend lebte, war er während seiner 14-jährigen Regierungszeit nur 3-mal krank gewesen. Und auch dann hatte er sich weder des Weins enthalten, noch seine sonstigen Gewohnheiten aufgeben müssen. Also ein charmanter Zeitgenosse. Berühmt-berüchtigt wurde Nero durch den Brand Roms im Jahre 64, wie er auch im Film Quo Vadis dargestellt wird. Und hier lesen wir bei Sueton, denn unter dem Vorwand, die Hässlichkeit der alten Gebäude
und die Enge und Gewundenheit der Straßen beleidige sein Auge, steckte er Rom in Brand. Dies geschah ganz offen. 6 Tage und 7 Nächte wütete das Feuer. Das Volk war gezwungen, Denkmäler und Grabstätten als Zufluchtsorte aufzusuchen. Diesen Brand betrachtete Nero vom Turm des Mäzenas aus und erfreut, wie er sagte, durch die Schönheit der Flammen, sang er die Eroberung Trojas im entsprechenden Theaterkostüm. Und damit er auch hier möglichst viele Beute und Gewinn mache, versprach er die kostenlose Wegschaffung der Leichen und des Schutts, gestattete aber niemand den Zutritt zu den Trümmern seines eigenen Hauses. Nachdem dieser Brand dann ganze Viertel Roms verwüstet hatte, nutzte Nero die Gelegenheit, sich selber einen Palast von ungeheurer Größe und Pracht zu errichten, die Domus Aurea. Auch da will ich mal beschreiben, wie die beschrieben wird. Das Vestibül war so groß, dass darin eine Kolossalstatue Neros von 35,5 Meter Höhe Platz hatte. Und der ganze Bau war so ausgedehnt, dass eine Halle mit 3 Säulenreihen in einer Länge von 1,5 Kilometer ihn schmückte. Im Übrigen war alles mit Gold, Edelsteinen und Perlmutter bedeckt. Die Speisezimmer hatten Decken aus beweglichen, durchlöcherten Elfenbeinplatten, sodass man von oben herab über die Gäste Blumen streuen und Parfüm sprengen konnte. Der Hauptspeisesaal war rund und seine Decke drehte sich Tag und Nacht wie das Weltall. Wunderschöne Beschreibung. Nach dem Tode Neros wurde auf dem Areal das heutige Kolosseum und die Trajanstermen errichtet. Deshalb von dem Bauwerk selber sind leider nur wenige Überreste erhalten. Da das Volk Nero für den Brand Roms verantwortlich machte, brauchte Nero einen Sündenbock, um von seinen eigenen Verbrechen abzulenken. Und da lesen wir in den Annalen des Tacitus jene Stelle, die in allen Religionsbüchern zu lesen ist, die wir alle bestimmt schon mal gelesen haben. Da heißt es, um daher dieses Gerede zu vernichten, gab Nero denen, welche wegen ihrer Schandtaten verhasst waren, und welche das Volk Christen nannte, die Schuld und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Derjenige, von welchem dieser Name ausgegangen war, Christus, war unter des Tiberius Regierung vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Eine ganz wichtige Stelle für die Christentumsgeschichte. Die Christen wurden festgenommen und einem sicheren Tod zugeführt. Bei Tacitus lesen wir von diesen grausamen Hinrichtungen. Ich zitiere ihn nochmal. Und bei ihrem Tode ward auch noch Spott mit ihnen getrieben, das mit Häuten wilder Tiere bedeckt, durch Zerfleischung durch Hunde oder an Kreuze geheftet oder im Feuerkleid ihren Tod fanden. Und wenn sich der Tag geneigt hatte, zur nächtlichen Erleuchtung verbrannt wurden. Aber schließlich waren auch die Tage Neros gezählt. Man war seiner ewigen Schandtaten, Vergewaltigungen und Morde überdrüssig und der Senat erklärte ihn einfach zum Feind des Volkes. Bevor er selbst Mord verübte, soll er noch ausgerufen haben, welch ein Künstler geht an mir zugrunde. Der Überlieferung nach war es während der Herrschaft Neros, dass auch Petrus und Paulus den gewaltsamen Tod in Rom fanden. Und auf deren Gräbern erhob sich dann ein neues Rom.